Jo Leute, zurück und wir müssen ja jetzt hier die Viecher zurücktreiben. Ach, guck mal, wir haben ja auch so ein Geschütz. Finde ich schon mal schön, dass der Boden unter uns nicht kaputt geht. Ah, wir können das auch komplett drehen. Das ist natürlich auch sehr schön. Okay. Jetzt bräuchten wir Minen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir die bekommen. Ah, Schutzschild. Moment mal. Ah, können wir nicht. Schade. Sonst hätte ich jetzt dieses Schutzschild von mir noch aktiviert, aber das ging nicht. Guck nochmal, dass wir hier alles voll machen. Ah, okay. Das war natürlich jetzt wieder so dumm. Also wir müssen jetzt wieder irgendwo hin und wieder irgendwas holen. Ich gehe erstmal nach oben. Eben. Was heißt, wenigstens wird es nicht langweilig, ne? Kommt drauf an. Also ich glaube, wenn man jetzt 5 Stunden nur hintereinander diese Viecher töten würde, dann wäre das schon extrem langweilig. Wir können uns natürlich wieder verbessern. Haben wir mittlerweile denn auch... Nein, haben wir nicht. Du hast noch nicht genug vom Spiel abgeschlossen. Was soll denn da bitte jetzt noch groß kommen? Nahkampfangriff brauchen wir nur echt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was war das hier? Dadurch, dass du genauer zielen und das Wackeln mit der Kamera beim Zoomen lässt. Ach so. Ja, machen wir mal. Brauche ich zwar eigentlich gar nicht, aber wir haben ja fast alles sonst. Das Gebiet räumen, natürlich. Und tschüss, der ist auch Geschichte. Hier liegt eine neue Waffe. Nee, doch nicht, das ist diese Waffe. Die irgendwie... Hä? Warum kann ich denn die nicht nehmen? Ach, habe ich die schon? Ach, das ist dieser Granatwerfer. Oder wie sehe ich das richtig? Aus dem Weg, ihr stinkt. Einmal hier kurz alles wieder zusammenbauen. Um dann die beiden Viecher noch wegzuräumen. Ich guck grad mal. Ah ja. Wir müssen hier nach oben, oder was? Ah nö, hier ist nur Muni und Punkte. Wir müssen scheinbar wirklich nur die Viecher töten. Gut, dann machen wir auch genau das. Wo sind denn noch welche? Da. Noch mehr. Wo ist er denn? Nee, ist doch gar keiner. Ah, unsichtbar. Okay. Die sind mir ja ein bisschen zu schnell. Wenn ich den jetzt wieder sehe, dann schmeiße ich den aber mit der Druckwelle weg. Kollege. Das Labor finden. Dann tun wir das mal.
Wir müssen direkt zur anderen Seite. Ah, Kristalle. Kristalle kennen wir ja schon, müssen wir auf jeden Fall kaputt machen. Bringt nichts, aber machen wir trotzdem. Okay. Das Vieh ist auch gleich wieder verschwunden. Das hatte direkt voll die Angst. Wir haben ja auch noch diese Dinger hier, stimmt. Das war gefährlich gerade. Da hätte ich jetzt schon drauf gehen können. Wetten, das kommt jetzt hier irgendwo wieder hin. Sag ich doch. Hat mich jetzt nicht so gewundert. Warum werden die Tonbänder nicht mit Untertitel angezeigt? Das ist doch irgendwie total dumm, oder nicht? Was hat denn der da in der Hand? Warum wirft denn der auf einmal was? Kollege Barfuß. Wie ist denn der drauf? Der hat doch einen geraucht. Der kann doch hier nicht einfach Sachen nach mir schmeißen. War das jetzt so ein Schockmoment oder was? Nein! Oh Gott, ich dachte, ich wäre jetzt tot, aber hier ist ein Schatz. Ich finde auch geil, wie mir dieses Zeug hier einfach gar nichts macht, beziehungsweise das nicht direkt so einen sichtlichen Schaden macht. Weg ist das Vieh. Jetzt sollte ich mich wieder ein bisschen zurückhalten. Aber, wie man mich kennt, ich sollte zwar, aber ich tue es nicht. Hier ist noch so ein Audioband. 10 Stück brauchen wir noch, dann kriegen wir Chronist. Ich frage mich, ob das die Anzahl ist von den Tonbändern. Ob es mehr gibt noch oder weniger ist ja Quatsch, aber ob es da noch mehr gibt. Dafür müsste man, oh Gott, das Gebiet wieder räumen. Dafür müsste man dann wahrscheinlich gleich irgendwie mal googeln oder einfach mal gucken, wenn man tatsächlich 10 Stück gesammelt hat, die Augen weiterhin offen halten und nicht nur so auf diesen Erfolg geiern. Hier ist doch noch einer, wo kommt er? Der müsste doch jetzt, der ist hin. Können wir noch nicht weiter, hier ist dann noch ein unsichtbarer. Das Labor finden, ja, machen wir. Jetzt machen wir uns noch die Muni und dann gehen wir weiter. Kristalle. Ach, herrlich. Boah, ich finde das so Hammer, wie wir einfach diese Kristalle zum Beispiel auch nehmen können und die dann zu den Gegnern werfen. Natürlich wäre es noch cooler, wenn die auch aufgespießt werden würden. Beziehungsweise, das wäre, glaube ich, ziemlich realistisch. Weil ja, ach Gott, wieder so ein Dicker. Man muss ja sagen, so wirklich schwer ist keins von den ganzen Viechern. Ich meine, okay, alle haben so ihre Stärken und können auch ein bisschen was. Wenn der mich jetzt zum Beispiel nochmal trifft, dann bin ich tot. Aber das Ding ist halt, wenn, guck mal, wie schnell der jetzt down war. Und außerdem ist es ja auch so, dass das Vieh mir nur gefährlich werden kann, wenn es mir zu nah kommt. Sonst ist das ja voll egal. Ach, hier ist gar nichts. Ich dachte, dahinter wäre vielleicht was. Hier haben wir was. Und Munition, das ist natürlich auch ganz wichtig. Warum ist denn hier eigentlich jetzt immer dieses Licht geht an und überall sind Gegner? Soll das irgendwie jetzt noch zum Schluss hin? Also ich denke mal, dass wir fast beim Schluss sind. Soll mir das jetzt noch Angst machen hier? Ich mach das erstmal kaputt. Dann geht ja deren Schutzschild weg. Tschüss, Kollege. Also man muss schon sagen, die Waffen, die man jetzt hier zu diesem Zeitpunkt hat, sind dann schon recht krass. Ach, da hinten ist wieder eins aufgegangen. Gar kein Problem. Komm her.
einfach zwei, dreimal so eine Energiebälle da rein und down. Jetzt habt ihr auch kein Schutzschild mehr. Ich zerleg das hier einfach. Geht das überhaupt? Nee. Alter, voll der Krater. Beziehungsweise voll die Spuren. Da vorne ist noch Muni, die nehmen wir natürlich mit. Was ist denn mit euch los? Von wo kriegt der denn jetzt seine Energie? Ach, da hinten. Schießt noch ein. Und noch ein. Ach, das war's schon. Da sind noch mehr. Gott, wie viel. Shit, das war doof. Komm, gib mir noch ein bisschen Munition. Scheiße. Ja gut, dann nehmen wir den Minenwerfer. Yo, übertreib, wie viel? So, dann schießen wir hier noch rein. Keine Kraft. So, jetzt. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte dieses Schutzschild. Okay, jetzt hätten wir das auch. Dann fehlen jetzt nur noch hier die kleinen. Und da hat er keine Munition mehr. Das ist doch unbelievable. Minen. Und tschüss. Wie, das war's noch nicht. Den Chip besorgen. Ja, machen wir. Nachdem ich mir das hier geholt habe. Okay. Here's your 3600 chip. Now tell me how to end this nightmare. I've already calculated odds for a positive outcome. At least just play the damn entry. I have condemned you all. Hale has plumbed the depths of the Ultima mainframe, and I did nothing to stop him. But his plan is not perfect. Capek mapped a hidden path to the central mind before it drove him mad. It begins here. Follow the path and kill the central mind. It is your only hope. Frank. Bad news is, you brought some friends along. Sit tight, Frank. I got a plan. Yeah, I was afraid of that. Was geschieht? Oh, wir können fliegen. Machen wir aber gleich. Ich mache jetzt erst. Wir haben den Auftrag Chronist oder den Erfolg? Hä? Ich dachte, den kriegen wir erst, wenn wir diese Bänder voll haben. Was soll's? Ich werde jetzt einen Cut machen, dann melde ich mich gleich zurück, wenn wir das Fliegen anfangen. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.